Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Sitzung des Ordnungspolitischen Ausschusses des Wirtschaftsbeirates Bayern. Wir haben heute bei uns Professor Ferdinand Kirchhoff. Er redet zum Thema der Euro und das Recht, europäische und deutsche Rechtsprechung zu EZB und ESM. Was könnte aktueller sein als dieses Thema, nachdem das Bundesverfassungsgericht letzte Woche ja quasi eine Bombe hat hochgehen lassen, indem es dem EuGH bescheinigte, ein Urteil gesprochen zu haben zum PSPP, diesem Staatspapierkaufprogramm, das schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar ist und objektiv willkürlich. Damit ist also erstmals vom deutschen Verfassungsgericht gegenüber dem EuGH eine Grenze gezogen worden und ultra vires Aktion festgestellt worden, also festgestellt worden, dass der EuGH seine Kompetenzen offenbar hier überschreitet. Das ist ja ein Ergebnis, was nicht allzu überraschend war, wenn man die Abfolge der verschiedenen Stellungnahmen der letzten Jahre sieht, auch schon zum OMT-Programm, diesem Programm unbegrenzt Staatspapiere notfalls im Krisenfall aus den Portfolios der Anteilseigner herauszukaufen und dadurch quasi eine Kreditausfallversicherung zur Verfügung zu stellen. Nun, der Redner, Herr Professor Kirchhoff, ist ideal für diesen Zweck. Er hat dafür die richtigen Voraussetzungen. Ich darf kurz zu seinem Lebenslauf berichten. Er ist in Osnabrück geboren. Er hat in Freiburg, Heidelberg und Speyer studiert und sich dann später habilitiert und hatte Lehrtätigkeiten in Saarbrücken, München, Speyer und Tübingen. Und in Tübingen war die längste Zeit. Er hatte dort 32 Jahre lang den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht inne. Er war Dekan der juristischen Fakultät. Er hat seit 1993 den Jean Monnet Chair der EU über European Fiscal Law. Er war Prorektor der Uni Tübingen. Er war Sachverständiger in verschiedenen Kommissionen, Mitglied des Staatsgerichtshofes Baden-Württemberg. Und er hat einen Lehrauftrag über 3 Jahre an der Université Paris 1 gehabt, wo er also auch die französische Rechtstradition hat aufnehmen können. Wichtig, von 2007 an bis 2018 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts und dann eben auch Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Er hat in seiner Zeit sehr viel publiziert. Sein Œuvre ist so groß, dass man das gar nicht schildern kann. Er hat 15 Bücher geschrieben. Das hat viel mit Steuern, mit Finanzen, mit Föderalismus, mit Gemeinderecht und auch mit Umweltschutz zu tun. Er hat einen Grundriss des Abgabenrechts, Steuern, Gebühren, Beiträge, EG und Sonderabgaben geschrieben. Und er hat eine Vielzahl von wissenschaftlichen Aufsätzen geschrieben zur Frage der Kooperation zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof, zum Steuerrecht, zwischen europäischer Integration und nationaler Souveränität, zur Kooperation zwischen den europäischen Gerichtshöfen, da sind wir also genau beim Thema, zur Evolution der Beziehung zwischen dem deutschen Verfassungsgericht und dem europäischen Recht und die Rechtsprechung im Dialog von Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof. Das sind jedenfalls Schriften, die sehr relevant sind für das, was wir heute hören werden. Ich glaube, wir können gespannt sein über eine sehr kompetente, zutreffende Interpretation des Geschehens aus allerhöchstem Munde. Herr Kirchhoff, Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Sinn, für die nette Einführung. Meine Damen und Herren, die Politik will die Gesellschaft gestalten, muss wie heute auf Krisen reagieren, muss rasch handeln, muss auch mutig Kompetenzgrenzen ausloten
muss manchmal auf unsicherer Faktengrundlage, auf unsicheren Prognosen aufbauen. Und das führt zu einer sehr raschen, teilweise heftigen Politik, hektischen Politik, auch zu Brüchen in der Politik. Und das ist natürlich besonders sensibel und vertrackt in der Europapolitik, denn die wird ja bestimmt von 27 selbstbewussten Mitgliedstaaten und starken Brüsseler und Luxemburger Vertragsorganen. Sie kennen alle Diskussionen über Eurobonds, Finanzhilfen bei Staatskrisen, Interventionen durch Ankauf von Staatsanleihen und so weiter. Gerichte gehen völlig anders vor. Sie folgen einer ganz anderen Funktion. Sie prüfen die Politik, wenn sie dafür zuständig sind, anhand von jener vorgegebenen Rechtsmaßstäbe. Das geschieht meistens nachträglich, ohne Zeitdruck, in einem größeren Spruchkörper, wo man sich unter Kollegen austauscht und vor allen Dingen nur am Rechtsmaßstab. Andere Dinge, andere Motive, andere Funktionen werden sozusagen ausgeklammert. Deshalb ist die Rechtsprechung meistens konservativ, denn sie geht von vorgegebenen Rechtsmaßstäben aus. Sie will einhegen, sie will einerseits Grenzen setzen, will andererseits Freiheiten aufrechterhalten und verlässliche Strukturen bilden. Und in dieses Geflecht von der Politik und der Gerichtsbarkeit kommen nun der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM und die Tätigkeit der Europäischen Zentralbank EZB. Und hier konfligiert europäisches Vertragsrecht mit nationalem Verfassungsrecht, der EuGH mit dem Bundesverfassungsgericht in dem Urteil vom letzte Woche mit unterschiedlichen Antworten auf Rechtsfragen. Man könnte es vielleicht auch generell oder strukturell so sagen. Es kommen in Konflikt die hierarchischen Vorstellungen der Europäischen Union mit der Begründung, wir sind eine autonome Rechtsordnung mit Anwendungsvorrang, gegenüber den föderalen Erwartungen der Mitgliedstaaten, die sagen, die EU ist ein Staatenverbund, die Mitgliedstaaten sind die Herren der Verträge und müssen das Ganze in der Hand behalten. Letztlich ist die Schwierigkeit auch mal im Großen und Ganzen gesehen, bevor wir in die Details gehen, dass 28 Rechtsordnungen, eine europäische und 27 nationale der Mitgliedstaaten, zusammenwachsen sollen zu einem geeinten Europa, nicht nur zu einem ökonomischen Binnenmarkt, sondern auch zu einer europäischen Rechtsgemeinschaft mit einheitlichen Regeln. Dass es da an manchen Schnittstellen irgendwann knirscht, das ist eigentlich fast selbstverständlich. Das Bundesverfassungsgericht sieht sich als Hüter der nationalen Verfassung des Grundgesetzes, der Europäische Gerichtshof als Garant europäischer Gemeinsamkeit in den Verträgen. Diese Konfliktstellen, diese Problembereiche oder Grauzonen, wie Sie es nennen wollen, die werden regelmäßig im Dialog der Gerichte in einem Gerichtsverbund erledigt und beigelegt. Sie dürfen jetzt auch anhand der Diskussion, der öffentlichen Diskussion der letzten Woche nicht meinen, dass die Gerichte in Streit sind. Man kennt sich, man trifft sich häufig und man zieht am gemeinsamen Strang, sei es die Verteidigung der Grundrechte, sei es die Verteidigung der europäischen Einheit, der großen Errungenschaft, Binnenmarkt, nie wieder Frieden und so weiter. Es kommt nur an einzelnen Stellen ein Problem hoch. Das sind dann natürlich immer die prominenten Stellen, die auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit treffen und die mit deshalb besonderem Interesse verfolgt werden und deshalb vielleicht auch eine Aufmerksamkeit genießen im Konflikt und nicht eine Aufmerksamkeit in der Weise, dass jeder sieht, wie zwei Gerichte versuchen zusammenzukommen in diesem Dialog. Das ist die rechtliche Konzeption. Jetzt zur ökonomischen Ausgangslage und ihrer Akteure. Sie kennen die Krisen. Es hat begonnen mit Griechenland. Dort haben die Mitgliedstaaten einen Verbund gegründet, den Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM, und haben den europäischen Schutzschirm aufgebaut. Dieser ESM war anfangs eine privatrechtliche Gesellschaft in Luxemburg, ist jetzt eine öffentlich-rechtliche Körperschaft in Luxemburg, ist also kein EU-Vertragsorgan, ist nicht in die Gemeinschaftsmethode, wie man das sagt, in die EU eingebunden, sondern ist eine eigenständige völkerrechtliche Organisation der Mitgliedstaaten, die in der Euro-Gemeinschaft zusammen sind. Und die stützen den Euro in einer eigenen Politik. Der zweite Akteur ist natürlich die Europäische Zentralbank mit dem bekannten Programm der Anleihekäufe, Käufe von Staatsanleihen für alle Euro-Krisen, jetzt vielleicht auch wegen der Corona-Problematik. Man hat zuerst dieses Outright Monetary Transactions
Programm gestartet, OMT, Ankauf von Staatsanleihen im Sekundärmarkt. Das hat aufgeworfen die Rechtsfragen, die uns gleich noch beschäftigen werden. Die Europäische Zentralbank ist zuständig für die Währungs- und Geldpolitik, aber nicht für die Wirtschaftspolitik. Die darf sie unterstützen im Rahmen der Währungspolitik, aber die Kompetenz ist die Währungspolitik, nicht die Wirtschaftspolitik. Und die Europäische Zentralbank betreibt das, was man Quantitative Easing nennt, also diese ausführlichen Programme, Staatsanleihen zu kaufen. Das stellt die Frage einmal nach der genannten Kompetenz, Währungspolitik oder Wirtschaftspolitik, und zweitens natürlich Artikel 123 AEUV, Kreditverbot. Es ist der Europäischen Zentralbank expressis verbis verboten, den Staaten und ihren Organen, also den Mitgliedstaaten, Kredite zu gewähren und ihnen damit zu helfen. Das Ganze wird jetzt noch erweitert durch die Pandemic Emergency Purchase Programs, also die Frage, was darf die EZB tun, um in der Corona-Krise den Staaten, vor allem den Südstaaten in diesem Falle, zu helfen. Und sie plant und hat teilweise auch schon eingeleitet, ein Programm, was am Ende des Jahres wahrscheinlich 750 Milliarden Euro ausgegeben hat. Sie sehen also, das sind keine geringen Summen, das sind keine Petitessen, da geht es wirklich um großes Geld, damit um große Politik und damit auch um die Grundstruktur Europäische Union, Mitgliedstaaten, Staatenverbund und Kompetenzen. Nebenher wäre noch ein Problem die Bankenaufsicht, die die EZB über die systemrelevanten Banken, das sind etwa 82% des Bankenmarkts in der EU, führt. Aber das ist ein Nebenthema, das möchte ich mal beiseite lassen. Das kann man ja vielleicht nachher in der Diskussion noch verstärken und nachfragen. Was sind nun die europäischen Rechtsvorgaben für diese Programme und wo sind die Rechtsfragen dabei? Das erste nannte ich bereits, Artikel 119 und 127 AEUV. Die EZB hat die Aufgabe, eine einheitliche Geldpolitik, eine Währungspolitik zu betreiben. Nicht Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftspolitik darf sie nur in der Union unterstützen. In der Union heißt nicht die Wirtschaftspolitik der Union, sondern in der Union auf dem Unionsgebiet und auch nur unterstützen im Rahmen der geldpolitischen Konsequenz. Und es ist ihr ausdrücklich gestattet, das steht in etwas versteckter Stelle im Artikel 18 des Protokolls Nummer 4 zu den Lissabonner Verträgen, also auch auf der Ebene des Primärrechts. Sie darf börsengängige Wertpapiere endgültig kaufen und verkaufen. Also das Anleiheprogramm an sich, das ist dadurch gedeckt. Das betrifft nicht das Ausmaß, das betrifft nicht die näheren Konsequenzen und Rechtsvorgaben, sondern nur grundsätzlich darf sie das. Zweite Rechtsvorgabe, zweite Rechtsproblematik, die uns beschäftigen wird, Artikel 123 AEUV, das Verbot der Kreditfinanzierung der Mitgliedstaaten durch die EZB. Der EuGH drückt das so aus, die Mitgliedstaaten sollen sich aus dem Markt finanzieren, das heißt also aus Steuern, und nicht durch künstliche Konstruktionen und Ausleihen zwischen EU und Mitgliedstaaten oder zwischen den Mitgliedstaaten. Ausdrücklich verbietet Artikel 123 AEUV den unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln. Wenn ich von einer Staatsbank eines Mitgliedstaates die ganzen Staatsanleihen kaufe, dann finanziere ich genauso. Was es natürlich nicht verbietet, ist den mittelbaren Erwerb. Das ist diese Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärmarkt. Primärmarkt liegt vor, wenn die Staatsbank unmittelbar Anleihen ausgibt, der erste Käufer ist der Primärmarkt. Wenn der gekauft hat und ein zweiter kauft, beginnt der Sekundärmarkt und da ist der Streit, die EZB kauft in diesen ganzen Purchase Programs immer auf dem Sekundärmarkt. Das ist auch ganz unbestritten. Drittens spielt am Rande oder spielte früher mit Artikel 125 AEUV diese berühmte No-Bail-Out-Klausel keine Haftung der EU oder der Mitgliedstaaten für andere, kein Eintritt in die Schulden eines Mitgliedstaates. Für unseren Fall oder für unser Thema noch wichtig, Artikel 130 AEUV, die Unabhängigkeit der EZB, so wie wir das von der Bundesbank nach Artikel 88 Grundgesetz kennen. Das sind die Rechtsvorgaben. Also in erster Linie Kreditverbot und im zweiten Kompetenz für die Währungs- und Geldpolitik, nicht für die Wirtschaftspolitik. Da spielen sich auch die Urteile, auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom letzten Dienstag ab.
Was tut nun die EZB auf dieser Grundlage? Sie kauft Staatsanleihen am Sekundärmarkt nach einer Frist von 1 bis 14 Tagen in der Praxis, meistens sind es nur wenige Tage, bis zu 33% der Staatsanleihen eines Mitgliedstaates. Sie kauft auch bei negativer Endrendite, also wenn der ausgebende Mitgliedstaat davon dabei tatsächlich verdient, also im Endeffekt doch einen finanziellen Gewinn hat, der links ab von Anfang an wohl nicht geplant ist. Sie kauft diese Anleihen von allen Mitgliedstaaten nach einem Länderkapitalschlüssel. So hat sie es vorgesehen. Sie weicht allerdings in der Praxis oft davon ab. Also sie hat zum Beispiel im letzten Monat bis zu 6,4 Milliarden Euro Staatsanleihen in Deutschland weniger gekauft und dafür genau exakt diese 6,4 Milliarden Euro mehr italienische Staatsanleihen gekauft. Sie planen Corona-Käufe von Wertpapieren für das Corona-Programm, hat dafür schon 120 Milliarden Euro ausgegeben. Bis Ende 2020 sollen es 750 Milliarden Euro werden. Im Ergebnis, das sind die Zahlen vom April dieses Jahres, hat die EZB jetzt 2,3 Billionen Euro in Staatsanleihen dieser Mitgliedstaaten investiert. Davon entfallen auf Deutschland, das ist auch für die Haftung natürlich wesentlich, 0,5 Milliarden. Neben dieser tatsächlichen Tätigkeit ist natürlich auch, wenn ich das so sagen darf, die Begleitmusik interessant. Sie kennen alle das Wort des damaligen EZB-Präsidenten Draghi, whatever it takes. Das heißt, der Wille, unbedingt und gezielt, bis das von der EZB gewollte Ziel erreicht ist, tätig zu werden. Die jetzige Präsidentin Lagarde hat bereits im Dezember 2010 gesagt, wir haben alle Regeln verletzt, weil wir wirklich die Eurozone retten wollten. Und nach Zeitungsberichten aus dieser Woche hat sie jetzt aktuell gesagt, die Vertragsgrundlagen für die EZB sind inzwischen überholt. Wir folgen wörtlich furchtlos unserem Ziel. Das stellt natürlich die Frage nach der Rechtsgemeinschaft Europäische Union. Das stellt die Frage mehr ökonomisch, weniger juristisch. Hält das Eurosystem das aus? Und das stellt natürlich in erster Linie die Frage, diese Institutionen, die handeln, inwieweit sind die dazu befugt? Inwieweit gehen die über ihre Kompetenzen hinaus? Und vor allen Dingen auch, inwieweit muss ein Mitgliedstaat, der ja als Herr der Verträge an den Vertrag gebunden ist, aber von den anderen Beteiligten ebenfalls Vertragsbefolgung und Bindung erwartet, inwieweit muss der das mitmachen? Inwieweit muss der sich aufgrund seiner eigenen Verfassung sogar wehren und nicht mitmachen, darauf hinwirken, dass das nicht passiert? In Frage stehen konkret die Hilfen des ESM und die Anleihekaufprogramme der EZB. Kurz zu den ESM-Hilfen, das ist schnell erledigt. Der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht sind sich einig, dass nach einem neu geschaffenen Artikel 136.3 EUV den Mitgliedstaaten erlaubt ist, sozusagen neben den EU-Vertragsmethoden einen Stabilisierungsmechanismus einzurichten, der einzelnen Staaten in Not hilft. Also das geht grundsätzlich, da sind beide Gerichte auch einer Meinung. Der EuGH ist zuständig, wenn innerhalb der Mitgliedstaaten darüber Streit entsteht. Das war einmal fraglich, ob der EuGH, wenn es gar kein Gemeinschaftsrecht ist, ob er dafür zuständig sein kann. Das steht in diesem ESM-Vertrag ausdrücklich drin. Und der EuGH hat gesagt, das wäre ein Schiedsvertrag, dann ginge das. In dem ESM-Vertrag steht drin, die Hilfen werden nur unter strenge Auflagen gegeben. Das führt den EuGH in einer etwas mutigen Wendung und Argumentation dazu, dass er das gesamte Europarecht auf den ESM anwendet. Das ist auch unbestritten. Die dogmatische Herleitung der Anwendbarkeit ist mutig, ich glaube aber richtig, mit Ausnahme der EU-Grundrechtecharta, die ist nicht anwendbar. Aber letztlich sind die ESM-Hilfen nicht mehr das Problem. Das Problem jetzt, das Problem für den zweiten Senat bis zu seinem Urteil letzte Woche, ist die Tätigkeit der EZB. Da muss man auch vorausschicken, dass in den Rechtsvorgaben, die ich nannte, also die Kompetenz der EZB, das Kreditgewährungsverbot, dass sich dort
das nationale Verfassungsgericht in Karlsruhe und der Luxemburger Europäische Gerichtshof einig sind. Grundsätzlich obliegt dem EuGH die Prüfung der Einhaltung der Verträge, also die Kontrolle des EZB. Grundsätzlich hat die EZB zwar Unabhängigkeit, das braucht sie auch von politischem Druck, weil sie ja Geldwertstabilität herstellen soll, Preisstabilität, aber im Rahmen dieser Unabhängigkeit unterliegt die EZB natürlich auch der richterlichen Kontrolle. Die muss den politischen Druck von der EZB fernhalten, aber sie muss wachen, dass die EZB in ihren Methoden, in ihren Maßnahmen, in dem Inhalt ihrer Maßnahmen die Kompetenzen, die der EZB gegeben sind, nicht überschreitet. Und das ist die Geldpolitik. Damit sind wir jetzt bei der Frage, bei der alles entscheidenden Frage, das Anleihegeschehen der EZB zu beurteilen. Beide Gerichte sind in ihren rechtlichen Aussagen fast identisch. In der Weise, wie sie diese Rechtsnormen anwenden, inwieweit sie prüfen, wie weit sie bewerten, da beginnt der Unterschied. Sie sind sich, wir beginnen mal mit dem Kreditverbot des Artikel 123 AEUV, ist man ganz klar darüber, dass es ein Verbot jeglicher finanzieller Unterstützung, mittelbar oder unmittelbar, durch die EZB an die Mitgliedstaaten gibt, dass man das auch durch einen Sekundärmarktankauf von Anleihen nicht umgehen darf, also wenn der Käufer praktisch die Gewissheit hat. Er kauft zwar am Sekundärmarkt, aber am Sekundärmarkt wird gekauft wie am Primärmarkt. Dann hat der Staat die Gewissheit, dass er sich dadurch finanzieren kann. Man darf es durch den Sekundärmarkt nicht umgehen. Deshalb braucht es auch im Sekundärmarkt, sind sich beide Gerichte einig, hinreichende Garantien, dass der Sekundärmarkt nicht Gewissheit des Anleiheverkaufs gibt, dem Staat nicht Gewissheit gibt, dass er sich finanzieren kann. Also keine Ankaufsgewissheit, Mindestfrist bei der Ausgabe, bis auf dem Sekundärmarkt aufgekauft wird und so weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat hier bei den OMT-Verfahren gesagt, das wäre wahrscheinlich bereits eine Wirtschaftspolitik, weil die Bedingungen so gestaltet sind, dass man als Nationalbank, als nationale Staatsbank gewiss sein kann, dass man seine Anleihen verkauft bekommt und damit den Staat finanzieren kann. Der EuGH hat Rechtfertigungsgründe aber gefunden, dass hier besondere Garantien bestünden, dass der Sekundärmarkt keine Anleihenankaufsgewissheit vermittle, weil nicht angekauft würde nach der Haushaltslage des jeweiligen Mitgliedstaates, weil es Tagesfristen gäbe, in der erst die Anteile im Primärmarkt gehalten werden müssten, weil das Volumen im Sekundärmarkt der angekauften Anleihen nicht von Dritten bestimmt werden könnte, sondern nur von der EZB. Das könnte variieren, die könnte auch zurückkaufen. Also Dritte wissen nicht, welche Anleihen gekauft werden, wie viel Anleihen gekauft werden und weil es nie über 33% des Anteils an Gesamtstaatsanleihen des jeweiligen Mitgliedstaats hinausginge. Das heißt letzten Endes, das Bundesverfassungsgericht steht den OMT-Transaktionen sehr kritisch gegenüber. In der eigenen Bewertung würde es sagen, es geht nicht. Der EuGH sieht das anders. Und was macht das Bundesverfassungsgericht in dieser Situation? Dialog der Gerichte, Gerichtsverbund, man lernt voneinander, man geht nicht auf Konfrontation. Es hält zwar die Auslegung des EuGH, die Auslegung der Garantien, für nicht richtig, es würde es anders machen, aber unter Hinweis auf den Gerichtsverbund, dass der EuGH grundsätzlich zuständig ist für die Auslegung des EU-Rechts, sagt es, wir nehmen das hin, ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wir haben gegenüber dem EuGH und seinen Urteilen eine sogenannte Fehlertoleranz. Wenn die anderer Meinung sind, ist das kein Unglück. Es gibt nur extreme Grenzen der Unanwendbarkeit, auf die ich nachher kommen werde. Es nimmt diese Bewertung des EuGH bezüglich des OTM-Geschehens, ja, ich möchte sagen, sozusagen zähneknirschend hin, trotz wörtlich erheblicher Bedenken, noch im Rahmen des Vertretbaren, noch kein offensichtlicher Verstoß. Also hier ist das Bundesverfassungsgericht darauf aus, dass man im Bereich OTM zu einem Dialog der Gerichte zu keiner Konfrontation kommt, obwohl es
in der Bewertung anderer Meinung ist. Der Reibungspunkt, der sich auch im Urteil vom letzten Dienstag gezeigt hat, ist im Bereich des Quantitative Easing, also dieser Anleiheprogramme der EZB neben OTM. Die entscheidende Differenzfrage ist hier, ist das eine Währungs- und Geldpolitik oder ist es eine Wirtschaftspolitik? Ist das eine Währungspolitik, EZB zuständig, Maßnahme rechtmäßig? Ist das eine Wirtschaftspolitik, Maßnahme unrechtmäßig, weil EZB dafür nicht geschaffen worden ist? Das wäre dann, wie wir sagen, ultra vires. Mit ultra vires meint man, das ist außerhalb der Kompetenzen der EZB. Was sagt der Europäische Gerichtshof zu diesen Quantitative Easing-Tätigkeiten? Er akzeptiert die gesamte Aktivität. Hier sind die Ausgangspunkte, beide Gerichte auch wieder gleich. Man weiß, was Währungs- und Geldpolitik ist, nämlich Preisstabilität, Geldstabilität. Man hat einen dogmatischen Konsens über Grenzen und Befugnisse. Man prüft aber ganz anders. Und da liegt nach und nachher der Vorwurf oder der Vorhalt des Bundesverfassungsgerichts gegenüber dem EuGH in seiner Rechtsprechung zu diesen Quantitative Easing-Politiken der EZB. Der EuGH prüft im Anleiheverfahren lediglich das Ziel und die Art der Maßnahme. Er sagt, wenn es eine Maßnahme der Geldpolitik ist, das ist der Ankauf von Staatsanleihen ohne Zweifel, weil es das auf dem Geldmarkt abwickelt. Und wenn das Ziel der Maßnahme ist, wie der EuGH sagt, diesen Transmissionsriemen zwischen den Mitgliedstaaten bezüglich des Euro aufrechtzuerhalten, dass es eine einheitliche Eurozone gibt, auch in ökonomischer Hinsicht, dann genügt uns das. Was er nicht prüft, sind die objektiven Wirkungen dieser Politik oder Indizien im Sinne einer Gesamtbewertung, ob das vielleicht in den Gesamtwirkungen über eine bloße Geldpolitik hinausgeht. Insbesondere prüft er nicht die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Das ist hier eine Kompetenzgrenze für die Europäische Zentralbank. Selbst wenn sie an sich die Kompetenz hat, sie muss immer das mildeste Mittel nehmen und sie muss es immer bewerten in dem Hinsicht, was will ich mit meiner Maßnahme und welche Wirkungen verursacht sie, damit sie noch faktische und ökonomische Wirkungen hat. Also der Grundsatz Verhältnismäßigkeit sagt im Grunde genommen populär gesprochen, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Der EuGH akzeptiert das, weil er nur Ziel und Art der Maßnahme prüft, nicht objektive Wirkung, keine Gesamtbewertung herstellt. Er sagt, es gibt keine absolute Trennbarkeit zwischen Währungs- und Wirtschaftspolitik. Das ist ohne Zweifel klar. Nur, das führt den EuGH dazu, dass er der EZB weiteres Ermessen, ein weitestes Ermessen gibt, was sie machen mit ihren Maßnahmen, die auch Geldpolitik sein können, aber genauso gut auch Wirtschaftspolitik sein können. Also, erst bekommt die EZB ihre Unabhängigkeit, Artikel 130 AUV, das ist richtig. Das würde aber dazu führen, wenn sie unabhängig ist, dass man die Einhaltung ihres Mandates desto stärker überprüft, weil sich ja sonst von ihren Vertragsgrundlagen lösen kann. EuGH geht genau umgekehrt vor und sagt, weil Wirtschafts- und Geldpolitik nicht zu trennen sind, hat sie da auch ein weites Ermessen, also sozusagen ein doppeltes Ermessen. Und der EuGH sagt, die Maßnahmen der Wirtschaftspolitik dürfen auch wirtschaftspolitisch wirksam sein. Und die wirtschaftspolitische Wirksamkeit, wie weit die geht, das interessiert uns nicht. Obwohl der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sagt, das muss insgesamt bewertet werden. Kurz, der EuGH akzeptiert das alles. Er akzeptiert das übrigens auch, das ist für ein Urteil etwas erstaunlich, aufgrund von Pressemitteilungen und offiziellen Geschäftsäußerungen der EZB, also nicht aufgrund von belegbaren Dokumenten oder nachträglichen Erklärungen, was die EZB und warum sie das gemacht hat. Keine Gesamtbewertung der objektiven Wirkung. Das Bundesverfassungsgericht hat in etlichen Vorlagen immer Zweifel geäußert, ob das geht, unter Hinweis auf große Lücken in der Argumentation des EuGH, hat aber letzten Endes bisher, bis zum letzten Dienstag, so eine Art Politik, ich weiß nicht, ob das für Gerichte und ihre Prozessverfahren der angemessene Ausdruck ist, aber ich würde sagen, eine Politik des Nudging verfolgt, hat immer gesagt, ja, wir nehmen das hin, aber das oder diese Maßnahme, wenn die kommt, das geht nicht mehr. Also hat versucht, das Bestehende nolens volens zu akzeptieren, aber zu sagen, in Zukunft gibt es noch weitere Schritte. Wenn ihr die geht,
dann werden wir sensibel. Und hat dafür auch rechtliche Hinweise gegeben und Belege für seine Zweifel aus den europäischen Rechtsnormen. Die sind alle ungehört verhallt. Der Dialog der Gerichte war in diesem Bereich ein Monolog. Das Bundesverfassungsgericht hat vorgeschlagen, angeboten. Der EuGH hat ziemlich autoritativ entschieden und gesagt, ist alles in Ordnung. Jetzt, obwohl beide am selben Strang ziehen, setzt zum ersten Mal das Bundesverfassungsgericht seinen Ansatz, den es schon über Jahrzehnte verfolgt hat in diesem Bereich, der eigentlich auch beim EuGH nicht bestritten ist in der rechtlichen Dogmatik, den setzt es jetzt zum ersten Mal durch, weil es sagt, hier ist eine Grenze überschritten. Wie ist dieser rechtliche Ansatz? Bundesverfassungsgericht sagt, grundsätzlicher Vorrang des europäischen Rechts, weil es eine autonome Rechtsordnung ist und weil sonst auch Europa nicht werden kann, wenn wir einen Binnenmarkt von Finnland bis Portugal haben, da muss der EuGH einheitlich auslegen, dann kann da nicht jede nationale Gerichtsbarkeit was anderes machen, wenn es um Wettbewerbsrecht geht, um Umsatzsteuerrecht, Kartellrecht und so weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat in langjähriger Rechtsprechung immer gesagt, es gibt zwei Grenzen. Die eine Grenze ultra viris, wenn die EU ihre Kompetenzen überschreitet. Die EU bekommt immer nur Einzelermächtigung für bestimmte Dinge, wie hier bei der EZB für die Währungs- und Wirtschaftspolitik. Wenn sie die überschreitet, dann greifen wir ein. Das geht über den Artikel 23 Grundgesetz, verfassungsrechtlich deutsch gedacht, weil dort steht, es muss immer ein Gesetz des Bundestags, um die Demokratie zu wahren, Kompetenzen, Hoheitsrechte an die EU übertragen. Und die müssen immer den staatsfundamentalen Normen Rechtsstaat, Bundesstaat, Sozialstaat, Demokratie entsprechen und einen vergleichbaren Grundrechtsschutz, vergleichbar dem deutschen, auch in Europa ermöglichen. Also, wenn es man über die Kompetenz hinausgeht, das ist die Grenze, wo das Verfassungsgericht, das Deutsche sagt, dann geht es nicht mehr. Und das Zweite ist die sogenannte Verfassungsidentität. Wir haben eine sogenannte Ewigkeitsklausel im Grundgesetz, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, die dem Verfassungsgeber in Deutschland, also Bundestag und Bundesrat, verbietet, selbst wenn sie jeweils zwei Drittel Mehrheit, verfassungsändernde Mehrheit vorweisen können, bestimmte Normen des Grundgesetzes zu ändern. Das ist der Menschenwürdekern der Grundrechte und das sind diese Staatsfundamentalnormen wie Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat und so weiter. Und da sagt man, wenn das nicht mal der deutsche Verfassungsgeber kann, dann kann er doch schon lang nicht über dieses Türchen Artikel 23 Grundgesetz durch einfaches Bundesgesetz Hoheitsrechte abgeben an eine supranationale Organisation, die dann diese Staatsfundamentalnormen missachtet. Das ist Rechtsprechung mit der Verfassungsidentität, die haben auch fast alle anderen nationalen Verfassungsgerichtshöfe. Das Bundesverfassungsgericht ist aber bei der Anwendung der Ultra-Vires-Lehre über die Kompetenzen oder der nationalen Verfassungsidentität wegen des Gerichtsverbundes äußerst vorsichtig. Es sagt, es nimmt weiteste Rücksicht auf den EuGH, es sagt, wenn so ein Verstoß bei uns erkennbar wird, dann legen wir immer zuerst dem EuGH vor, in dem Verfahren nach Artikel 267 AUV, damit er zuerst entscheidet, wie er das europarechtlich beurteilt. Das darf nur das Bundesverfassungsgericht machen, diese Art von Vorlage, kein anderes Gericht in Deutschland, dass nicht jedes Gericht versucht, da irgendwie eine Unklarheit herzustellen. Also es wird konzentriert, das geht durch den Flaschenhals Bundesverfassungsgericht. Es sagt, der EuGH hat weitestes Ermessen bei der Beurteilung der Europarechtsfrage. Wir nehmen alles hin bis zur Grenze der objektiven Willkürlichkeit, wenn das Urteil nicht mehr nachvollziehbar ist. Das ist diese Formulierung, die momentan publizistische Aufmerksamkeit erregt. Und es ist nicht jeder Verstoß, selbst wenn es objektiv willkürlich wäre, sondern nur ein offensichtlicher, der zu einer strukturell bedeutsamen Kompetenzverschiebung zwischen EU und Mitgliedstaaten führt. Also es nimmt sich ganz weit zurück und, das nannte ich bereits, sagt, wir sind europafreundlich, wir gestehen dem EuGH auch eine Fehlertoleranz zu, wie jedes Gericht hat Bewertungsspielräume. Wenn wir da anderer Meinung sind, und die Luxemburg meinen das anders, dann nehmen wir das hin, was die Luxemburger sagen. Das ist also sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr zurückhaltend. Und hier sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht oder hat gesagt am Dienstag, bei den Anleihekäufen hat der EuGH objektiv willkürlich nicht nachvollziehbar gehandelt und wir halten diese Anleihe
Verkäufe für Ultravires, für über die Kompetenzen. Deshalb darf das Bundestag und Bundesregierung nicht mehr mitmachen. Wir halten den EuGH-Beschluss für unanwendbar. Die EZB-Beschlüsse bezüglich dieser Ankaufsprogramme, es ist das PSPP-Programm konkret in dem Fall gemeint, für nicht rechtmäßig in Deutschland, also auch nicht für anwendbar. Und hier muss etwas passieren. Was passieren muss, das sage ich Ihnen gleich noch. Im Ergebnis ist der Vorhalt des Bundesverfassungsgerichts. Das Urteil ist nicht mehr nachvollziehbar. Das ist objektiv willkürlich, weil die Kompetenzvorschrift des Artikel 5 Absatz 4 EUV, die sagt, Kompetenzgrenzen nur Kompetenzgrenzen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Selbst wenn die EZB Geldpolitik betreiben darf, dann darf sie nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dann muss sie immer die Wirkung der Maßnahme betrachten und mit einbeziehen in die Überlegung, darf die EZB. Also selbst wenn Geldpolitik ja, muss sie sehen, wenn es weit in einen anderen Bereich hineinragt und dort auch Wirkungen unverhältnismäßiger Art verursacht, dann ist das unzulässig. Und dieser Bereich, in das hineinragt, das ist natürlich die Wirtschaftspolitik. Und der konkret sagt das Bundesverfassungsgericht, der EuGH hat seit 40 Jahren Rechtsprechung immer bei der Beurteilung von Maßnahmen von EU-Organen eine Gesamtbewertung vorgenommen. Also nicht nur das Recht allein geprüft, sondern auch gesehen, was bewirkt das faktisch ökonomisch. Bei den Diskriminierungsverboten. Nicht nur die unmittelbare Diskriminierung, die im Text einer Norm steht, auch die mittelbare, die ich erreiche, indem ich eine Norm so formuliere, dass sie nachher diskriminiert wird. Beihilfeverbot. Keine Subvention eines Mitgliedstaates an seine normalen, an seine nationalen eigenen Unternehmen zur Stützung. Ist im Binnenmarkt nicht gut, weil wir einen gleichen Binnenmarkt haben wollen. Sie hat auch gesagt, wir gucken natürlich auf die ökonomischen Wirkungen. Nicht nur, ob das wirklich in Form einer Subvention vergeben worden ist oder sowas. Und ausgerechnet mit dieser jahrzehntelangen Rechtsprechung bricht der EuGH in diesem Bereich EZB, indem er sagt, ich gucke mir das Ziel der Maßnahme an, nach den Vorgaben der EZB, was die erklärt. Ich gucke, ob es ein Mittel der Geldpolitik ist. Und wenn das Ganze dann auch Wirtschaftspolitik, ist mir das egal. Und das bedeutet natürlich, dass sie nicht bewerten die Wirkungen dieses Anleiheprogramms zum Beispiel auf die Sparer, Negativzinsen, auf die Alterssicherung, die auf Kapitalansammlung zum Teil aufbaut, gerade in der Privatversicherung, auf den Immobilienmarkt, Stichwort Immobilienblase, oder auch auf die Haushaltspolitik der Staaten, auf die sich dieser Anleihemarkt natürlich erheblich auswirkt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt, hier ist die Grenze überschritten der Bewertung durch den EuGH, weil er gezielt unvollständig prüft, ausklammert gerade das, was wichtig war. Ist diese Geldpolitik erlaubt, auch Wirtschaftspolitik rechtswidrig? Und obwohl wir deutlich sehen, sie ist das auch, sagt er nur, wir gucken nur auf die Geldpolitik und nehmen alles hin. Das führt dazu, dass das Urteil des EuGHs in Deutschland nicht anwendbar ist und dass die EZB-Beschlüsse so verfassungswidrig sind. Nun wieder zurück zum Dialog der Gerichte zum Gerichtsverbund. Das Bundesverfassungsgericht baut eine Brücke, wie man diesen Fall lösen könnte, ohne dass es große Verwerfungen gibt, aber dass wir wieder zur Rechtsgemeinschaft EU kommen und nicht zu einer EZB, die Politik nach ihrem Willen betreibt, mit den Mitteln, die ihr vorgegeben sind, aber auf die Kompetenzen weniger achtet. Und zwar sagt, wenn eine Gesamtabwägung fehlt für das, was bisher die EZB gemacht hat, dann müssen wir, der Jurist nennt das Abwägungsausfall, dann müssen wir diese Maßnahme wegen Abwägungsausfall, weil diese Gesamtbewertung nicht gemacht worden ist, ob die Kompetenz eingehalten wird, müssen wir die für rechtswidrig erklären. Aber es kann die EZB innerhalb der nächsten 3 Monate nacharbeiten, also sozusagen diese fehlende Gesamtbewertung reparieren und mit Argumenten natürlich, mit einsichtigen Argumenten belegen, dass es zwar auch Wirtschaftspolitik ist, aber dass in der Gesamtbewertung sich das noch in der Geldpolitik bewegt. Das muss sich argumentativ geschehen. Da müssen Zahlen genannt werden, da müssen Belege gebracht werden, da müssen Prognosen gemacht werden. Nicht einfach nur die bloße Behauptung, das machen wir so. Und wenn die da sind und sind überzeugend innerhalb der nächsten 3 Monate,
dann nimmt auch das Bundesverfassungsgericht dieses Programm hin. Wenn es aber nicht gelingt, dann ist, so das Bundesverfassungsgericht, diese Gesamtbewertung endgültig ausgefallen. Also das Bundesverfassungsgericht erlaubt eine nachträgliche Heilung einer Maßnahme, die im Grunde genommen nur aufgrund einer anfänglichen Gesamtbewertung zulässig wäre, um hier schnell wieder auf Rechtsfrieden zu kommen. Das zeigt, wenn ich das mal so salopp sagen darf, wie weit sich das Bundesverfassungsgericht streckt, um hier zu Rechtsfrieden, zu Konsens zu kommen, ohne die nationalen absoluten Grenzen des Grundgesetzes außer Acht zu lassen. Resümee. Was bedeutet das letzten Endes? Es wird das Verhältnis der EZB zu ihren Kompetenzgrundlagen zu klären sein, in diesem konkreten Fall. Die EZB wird auch künftig, vor allem bei Corona, wo sie sehr viele Grenzen lockert, die noch bei diesem Public Sector Purchase Program besteht, die wird sie jetzt erklären müssen, einhalten müssen. Das Bundesverfassungsgericht sorgt dafür, dass die EU wieder eine Rechtsgemeinschaft wird. Ökonomisch könnte man auch sagen, das entzieht sich meiner Kompetenz. Vielleicht sorgt es dafür, dass das Eurosystem nicht überstrapaziert wird, dass es nicht zusammenbricht, denn wir reden über 2 und mehr Billionen Euro. Also letzten Endes würde ich sagen, Bundesverfassungsgericht, ein richtiges, ein notwendiges, ein konsequentes Urteil, aber ohne die Härte, dass endgültig Porzellan zerschlagen wird. Und ich würde sagen, lassen wir uns doch wieder nicht mehr von dem Grundsatz Geld regiert die Welt leiten, sondern kommen wir wieder zurück zu einer Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft, die sich an Rechtsregeln hält. So sind die Verträge vereinbart und so erwartet es auch berechtigterweise der Unionsbürger. Dankeschön. Ja, lieber Herr Kirchhoff, vielen Dank für diesen Vortrag, diese klare Übersicht über die rechtlichen Aspekte des Geschehens, insbesondere das Urteil, das letzte Woche hier verkündet wurde. Es gibt eine Reihe von Fragen. Es haben mich auch Fragen von Zuschauern erreicht, die hier einfließen. Die Hauptfrage ist natürlich, was wird denn jetzt passieren? Also die EU reagiert ja empört, der EuGH reagiert empört. Werden Sie das nun alles zurückweisen? Wird es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland geben? Oder wird man sich einkriegen und wird man sein Verhalten ändern? Wird die EZB diese Regeln und Grenzen stärker berücksichtigen, die ja schon in dem früheren Urteil zum OMT auch betont wurden? Was wird der EuGH in dieser Sache tun? Wird er seine Rechtsprechung anpassen? Keiner wird es natürlich zugeben, das ist schon klar, aber vielleicht wird faktisch einiges passieren. Was glauben Sie, was wird geschehen? Also ich habe natürlich keine Kristallkugel, dass ich die Zukunft voraussehen kann. Aber ich würde sagen, die EU-Organe und die Mitgliedstaaten haben immer zusammengearbeitet für dieses europäische Projekt. Und das ist doch der Grundgeist. Und das ist auch bei den beiden Gerichten so. Man wird versuchen, eine Lösung zu finden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eine angeboten. Also ich würde eigentlich erwarten, jetzt abseits der momentanen Aufgeregtheit, das wird sich widerlegen und dann wird nüchtern geprüft, dass die EZB oder wenn da irgendwelche Eitelkeiten im Spiel sind, auch irgendein anderes EU-Organ sich erklärt, warum sie das gemacht haben, wie die Gesamtbewertung ist. Meine starke Hoffnung ist, dass das Signal des zweiten Senats für die Zukunft wirkt. Man muss auch sehen, die Rechtsprechung der anderen nationalen Verfassungsgerichte. Es gibt ja etliche, die haben auch schon mal EU-Akte für unanwendbar erklärt. Auch EuGH-Urteile. Wir tun so, als wäre das erste Mal ein ganz unerhörter Fall. Das stimmt überhaupt nicht. In Tschechien, in Dänemark, in Spanien ist das alles schon mal passiert. Und man wird wieder auf den Weg der Rechtsgemeinschaft zurückfinden. Und es gibt ja auch diesen Brückenbau des Bundesverfassungsgerichts. Meine Überlegung wäre also, das wird sich einrenken und es wird mehr auf die
rechtlichen Dinge geachtet werden und vor allen Dingen in einer Gesamtbewertung. Man muss dem Bürger erklären, warum die EZB das macht. Denn der schlägt ja die Hände zusammen über diese gigantischen Summen, die dort bewegt werden. Früher hätte man gesagt, die Nationalbank lässt die Gelddruckmaschine anlaufen. Jetzt macht man das anders mit Anleihen. Das ist etwas versteckt. Aber im Prinzip, aber das wissen Sie viel besser als ich, ist das ja was Ähnliches. Ja, einige erwarten das jetzt, die EZB in den 3 Monaten, die ihr bleiben, einfach eine bessere Presseerklärung macht oder das in irgendeiner Form, also mundgerecht serviert. Aber das kann ja nicht gemeint sein. Sie haben das schon ausgeführt. Es muss also substanziell begründet werden. Und es muss die Verhältnismäßigkeit begründet werden, dieser Maßnahmen. Das ist ein großes Wort, das immer wieder in dem langen Gutachten auftaucht. Und das hat natürlich auch einigen schon Sorge gemacht, ob das überhaupt geht. Wobei es die Frage ist, was heißt die eigentlich Verhältnismäßigkeit? Also die einen sagen ja, es gibt eine quasi lexikografische Präferenzordnung im Maastrichter Vertrag. Also danach muss die Preisstabilität gewährleistet sein. Und nur wenn nichts damit kollidiert, darf man auch noch andere Ziele der Wirtschaftspolitik berücksichtigen. Und das heißt nun mal, die EZB muss eine Inflationsrate von 2% knapp erreichen, denn das ist Preisstabilität. Und da darf sie doch jetzt nicht einfach wegen anderer Erwägungen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit davon abweichen. Was sagen Sie dazu? Ja, das lässt sich zurückführen. Ich meine, ich kann aus ökonomischen Erwägungen vielleicht sagen, ich mache das und das. Und wenn es eine Privatbank ist, sollen die tun, was sie wollen. Die sind nicht daran gebunden. Aber wenn das eine supranationale Bank ist, wie eine Staatsbank, die an den Vertrag gebunden ist, dann gilt, ich darf das mal vorlesen, nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus. Wenn ich mit einer Geldpolitik wirtschaftspolitische Effekte erziele, ist das in einem gewissen Maße ertragbar. Wenn aber die Wirtschaftspolitik zum Beispiel überwiegt, wäre das wohl sicher unverhältnismäßig. Das ist eine Bewertung. Deshalb fordert das Bundesverfassungsgericht ja auch eine Gesamtbewertung. Lassen Sie uns doch erstmal die abwarten, ob die EZB das schafft und wie sie das macht. Sie haben zu Recht gesagt, das darf nicht irgendwie eine Pressemitteilung sein, so nach dem Motto, guckt mal, was bei uns an Flyern in den letzten 3 Monaten rausgekommen ist, sondern es muss auf das konkrete Programm eine konzise Gesamtbewertung, die alles aufnimmt und die nicht einfach einen bestimmten Teil rausgibt, sein. Ja, ich will Sie da noch ein bisschen nageln. Also die Frage ist doch, was heißt hier Preisstabilität? Also mathematisch heißt Preisstabilität Inflationsrate von null. Mario Draghi hat sich immer wieder hingestellt und hat gesagt, unser Mandat ist es, Preisstabilität zu gewährleisten und das heißt knapp 2% Inflation. Das ist wichtig, dieser Unterschied, weil wenn Preisstabilität null ist und wir haben 1,5%, dann weicht man also schon davon ab und kann nicht noch mehr Gas geben. Das wäre ja dann überhaupt nicht zu begründen. Man könnte sagen, man geht dann Richtung 2%, weil die relativen Preise sich leichter ändern und weil das Schmiermittel für die Wirtschaft ist und so weiter. Das sind alles Sekundärziele. Diese Sekundärziele müsste man mit anderen Sekundärzielen dann vergleichen. Dann kommt das Thema der Verhältnismäßigkeit rein. Aber wenn tatsächlich 2% Inflation Preisstabilität ist, wie die EZB behauptet, und 0%, ja, und wir sind bei 1,5%, dann kann sie sagen, ja, also ich kann hier keine Abwägungen vornehmen. Ich habe das Hauptziel ja noch nicht erfüllt. Ich muss noch Gas geben, damit ich auf 2% komme. Und deswegen brauche ich das nicht. Ja, Herr Sinn, also zum Beispiel einmal 2%, das liegt sicher noch in der Kompetenz der EZB zu beurteilen, wie Preisstabilität definiert wird. Da sind die Fachleute. Das ist die Aufgabe, die sie in ihrem Ausmaß bezüglich der Prozentzahl selber definieren kann. Ist sicher kein Problem. Aber wenn Sie jetzt, ob das 1,5 erreicht sind, die wollen 2 oder 1,8 und die wollen 2, Sie wissen, immer die letzten Schritte sind die aufwendigsten. Die brauchen immer am meisten Leistung, um auf 100% zu kommen. Von 98 brauche ich fast so viel wie von 50 auf 98 zu kommen an Leistung. Dann
muss man die anderen Maßnahmen mit in den Blick nehmen. Also zum Beispiel, gehen wir mal Ihr Beispiel aus, 1,5%, wir wollen auf 2% kommen. Das ist an sich Geldpolitik und sicher richtig. Wenn das aber, ich darf das jetzt mal so unterstellen, wenn das jetzt dazu führen würde, dass die Privatversicherungen zusammenbrechen, dann betreibe ich Wirtschaftspolitik im Bereich der Privatversicherung. Da muss ich die Schäden dort betrachten und nicht nur das Verlustrisiko für die Staaten. Oder wenn herauskommt, dass ich mit meinem Programm Preisstabilität über Jahre hinweg tatsächlich Staaten finanziere oder Unternehmen am Leben erhalte, nur weil die zu billigen Krediten kommen, die eigentlich nicht mehr lebenstauglich sind, dann muss ich davon absehen, wegen dieses Schadens. Das ist damit gemeint und ich glaube, das kann man in einer Gesamtbewertung durchaus machen. Da gibt es natürlich eine Grauzone, wo man dieser und dieser Meinung sein kann. Und ich weiß, die Ökonomen wollen immer gerne die harte Zahl und der Jurist möchte immer das Bewertungsschema haben. Das ist so, ja, das ist so der Urstreit unter unseren Wissenschaften. Das muss auch so sein. Aber es gibt, ich glaube auch, für jemand, der mit diesem Bewertungssystem vielleicht nicht so vertraut ist, es gibt Extremfälle, wo man sagt, das geht nicht. Und wenn ich die Immobilienblase sehe, wenn ich sehe, dass der Sparer nichts mehr für sein Geld bekommt, sondern teilweise zahlen muss, also muss ich auch sehen, Geld ist irgendwie das geronnene Ergebnis der Arbeit. Ich arbeite dafür und wenn ich es dann habe, wird mir gesagt, eigentlich wollen wir dein Kapital nicht. Also dieser Gegenwert, dieser Wertträger wird zumindest partiell wertlos. Das sind doch Dinge, die muss ich einstellen. Und das ist dann Wirtschaftspolitik. Also ja, ich glaube, das erinnert mich, dass die das 2%-Ziel akzeptieren. Issing tut das ja nicht. Ja. Ja, da kann man anderer Meinung sein, würde ich sagen, da ist die EZB ja der richtige Ort. Die wissen das schon, da würde ich denen vertrauen. Ja. In einer Stellungnahme, die er zusammen mit anderen Ex-Gouverneuren der Zentralbanken des Eurosystems geschrieben hat, im Herbst das klargemacht nochmal. Es kann gar nicht die Rede davon sein, dass es ein 2%-Ziel irgendwie in den Verträgen gibt. Preisstabilität heißt nicht 2%. Und wenn man jetzt bei 1,5% liegt und unter der selbstgesetzten Marke von 2%, dann kann man nicht sagen, jetzt müssen wir alles Mögliche tun, um dieses halbe Nein, Prozent zu erreichen. Das würde ich auch sagen. Ne? Und nicht nur ich, Herr Stark zum Beispiel, deutlicher Kritiker. Dass das Verfassungsgericht da irgendwie einen Argumentationsfehler gemacht hat, indem sie die 2% schon mal akzeptiert hat in dem Vorlagenbeschluss. Gut, dann gibt es jetzt die nächste Frage natürlich. Was heißt das denn alles für das neue Pandemic Emergency Purchasing Program, das PEPP, 750 Milliarden, Sie haben das ja erwähnt, zusammen mit den anderen Käufen haben wir ja 1,1 Billionen Euro neues Geld aus der Druckerpresse, welches herabsegnet, allein in diesem Jahr über die europäische Wirtschaft. Müssen denn da auch diese Regeln gelten? Endfälligkeit, bis zur Endfälligkeit darf man nicht halten. Nicht mehr als 33% der Papiere eines Staates dürfen bei den Zentralbanken landen. Eine Proportionalität nach der Größe der Länder bei den Kaufakten, nicht? Oder dass man nur sichere Anleihen kaufen darf. Das alles steht ja drin jetzt zu dem alten Programm. Gilt es nicht analog genauso für das neue? Also diese Meinung liegt sehr nahe. Ich möchte das nicht abschließend entscheiden, weil jetzt etwas Neues kommt. Also das ist ja ein neues Ziel. Erstens könnte man mal an das Ziel die Frage stellen, hat das noch was mit Währungspolitik zu tun oder ist Gesundheitspolitik, Strukturpolitik, egal wodurch die Struktur ins Wanken gekommen ist. Also wenn ganze Unternehmensbranchen ins Wanken kommen, dann wäre ja Wirtschaftspolitik, wenn ich die Struktur erhalte, egal, ob das nun irgendwie durch eine Rezession ausgelöst worden ist, ob das Corona war oder ähnliches. Die Frage würde ich erstmal stellen. Dann gilt natürlich ganz sicher auch Gesamtbewertung. Ich muss das Programm bewerten. Und da, wie Sie schon sagten, da ist ja etliches aufgelöst worden. Also 33%, nicht über 33% der Staatsanleihen eines Mitgliedstaates. Es sind auch noch andere Grenzen gelöst worden. Das Programm ist ja auch viel größer. Da müssen dann auch entsprechend gute Argumente sein, dass das immer noch im Bereich der Geldpolitik bleibt. Wir denken immer so, wenn die EZB das nicht macht, dann bricht ja alles zusammen. Es gibt ja auch noch andere Lösungen in Europa, wie man das macht. Also es heißt ja nicht, entweder die EZB macht's oder es macht keiner, es kommt die Katastrophe. Das muss man auch sehen. Es geht um die Kompetenzen eines konkreten EU-Organs. Und das
wäre mir wichtig, dass wir das da betonen. Ob dieses Corona-Programm jetzt in der Gesamtbewertung gerechtfertigt ist, das kann ich nicht übersehen. Ich weiß ja auch nicht genau, was die damit vorhaben, was die kaufen werden und so weiter. Man muss nur eins sehen, zum Beispiel diese 33%-Regel und dass unabhängig von der Haushaltssituation der Staaten, der Mitgliedstaaten angekauft wird. Das hat der EuGH als Garantiebeleg verwendet, dass die Anleihekäufer am Sekundärmarkt nicht zur Umgehung des Ankaufsverbots am Primärmarkt dienen. Also das war ihm die Beruhigung, deshalb passiert das nicht. Er hat nicht gesagt, das muss unbedingt sein. Er hat gesagt, deswegen passiert das nicht. Das Argument ist jetzt auch für den EuGH oder wäre dann weg. Dann würde ich erwarten, ganz starke andere Gesichtspunkte, dass das trotzdem geht. Also High Risk. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also Sie meinen, beim PEPP braucht man die Eindrittelgrenze nicht mehr? Nein, ganz anders. Der EuGH hat gesagt, diese Eindrittelgrenze ist uns eine Garantie dafür, dass das noch rechtmäßig ist, dass das keine Umgehung ist, am Sekundärmarkt zu kaufen, aber letzten Endes ist es der Primärmarkt wegen der Ankaufsgewissheit. Das war für den EuGH ein Beleg. Es ist Europa rechtmäßig. Wenn die darüber hinausgehen, fällt dieser Beleg weg. Also muss da etwas anderes her. Man könnte auch argumentieren, der EuGH hätte gesagt, das muss immer gegeben sein. Das hat er aber so nicht gemacht. Er hat es nur als Beleg verwendet. Aber es ist ein starkes Argument, dass diese Drittelgrenze bleiben muss. Okay, verstehe. Eine Sache, die mich als Ökonom total irritiert hat, in diesem Urteil und auch im vorigen Urteil, ist das Thema der Gewissheit. Damit kann ich also überhaupt gar nichts anfangen. Der emittierende Staat darf keine Gewissheit haben, dass anschließend die EZB das kauft. Und Sie haben selber gesagt, es dauert 1 bis 14 Tage, meistens so um die 10 Tage, bis Papiere gekauft werden. Die gehen gerade mal an eine Bank, die ist Zwischeneigentümer und verkauft dann gleich weiter. Ja, was heißt denn hier Gewissheit? Ich meine, der Prozess findet statt, man beobachtet das, die Märkte sind ja nicht dumm, die sind viel schlauer als wir, die sehen genau, was da läuft, es wird auch intern kommuniziert und es hängt natürlich von der Höhe des Aufkaufvolumens ab, welchen Einfluss man auf die Marktpreise dieser Papiere hat, beziehungsweise auf die Zinsen, zu denen sich Staaten verschulden können. Das ist keine 0-1-Geschichte, Gewissheit oder nicht gesichert, Gewissheit, sondern das fängt kontinuierlich an und wird immer mehr. Je mehr ich kaufe, desto höher ist der Preis der Papiere, desto billiger können die Staaten sich verschulden. Also ganz offenkundig führt doch dieses Programm zu einer Verbilligung der Kredite für die Staaten. Das hat mit der Frage der Gewissheit überhaupt gar nichts zu tun. Die Gewissheit setzt anders an. Ich darf nicht, Sie haben das jetzt global betrachtet. Natürlich ist klar, wenn ein Staat Anleihen ausgibt, die EZB sagt, wir kaufen auf und es ist einer der notleidenden Staaten, dann gehen die bis an die 33%-Grenze nahe heran. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Es soll aber doch verhindert werden, dass diese Anleihen nicht mehr in ihrem Zins und ihren Konditionen vom Markt bestimmt werden. Wenn ich die Gewissheit habe, dass sie gekauft werden, kann ich es gerade durchleiten, dann ist das sozusagen ein augenzwinkerndes Einverständnis der EZB mit der jeweiligen Staatsbank, wie man die Kondition macht. Da soll der Markt dazwischen sein. Das ist ja diese Idee Primärmarkt, Sekundärmarkt. Und die Gewissheit bezieht sich auf das einzelne Papier. Ich weiß nicht, welches Papier gekauft wird. Ich weiß nicht, in welchem Volumen. Also wenn ich etwas kaufe, ich weiß nicht, ist egal, ob mein Papier gekauft wird. Ich weiß nicht, ob das die 2/3 sind, die nicht gekauft werden, oder ob das Drittel ist, das gekauft wird. Also ich kann nicht sicher sein. Aber Herr Kirchhoff, das ist doch für die Märkte vollkommen egal, ob jetzt mein Papier gekauft wird oder das Papier des Nachbarn. Ich habe doch den gleichen Effekt auf den Marktpreis. Es gibt nur einen Marktpreis für die Papiere. Wenn ich ein Programm aufsetze, was die EZB nicht kauft und was dann auch die privaten Anleger nicht kaufen, sieht das doch anders aus. Sie sehen das immer global. Das sind so Erwartungen, die erfüllen sich auch meistens. Mit der Gewissheit ist gemeint, die Staatsbank darf, das gliedert sich ja auch in der Zeit, jetzt irgendeine Tranche ausgeben und sagen, jetzt in einer Woche oder in 14 Tagen haben wir viel Geld. Das kann daneben gehen, weil die EZB sagt, die Tranche kaufen wir nicht.
Oder da kaufen wir nur 5% oder sowas. Das ist damit gemeint. Ah ja, gut. Aber dann, wenn die einzeln identifizierbar sind, schon, haben Sie schon. Ja, das sind Sie doch. Aber sie müssen eben nicht identifizierbar sein. Und es gibt eine klare Abhängigkeit. Je mehr gekauft wird von einer Tranche, desto höher ist der Marktpreis. Deshalb sagt das Bundesverfassungs, auch die EZB übrigens, wir halten ja unser Aufkaufprogramm geheim. Die sagen also, nachher können wir es erklären, aber vorher tun, wir kündigen nicht an, was wir kaufen, das dürften sie nicht, sondern wir kaufen da und da, der Markt soll sich unsicher sein, welche Papiere kaufen. Das ist auch die Politik der EZB. Ja, Fakt ist, dass ein halbes Jahr, bevor das QE-Programm im Januar 2015 beschlossen wurde, schon ab Sommer 2014 ein riesiger Run auf die Staatspapiere einsetzte, weil die Banken wussten, dass sie ein halbes Jahr später in diesem Programm würden verkaufen können. Also das ist... Das entzieht in meiner Kenntnis, Herr Sinn, das weiß ich nicht. Aber Sie fragen mich, wie das gemeint ist. Und diese Ungewissheit muss aufrechterhalten werden, dass da, sagen wir noch, ein Restmarkt drin ist. Ja, gut. Herr Kubasik hat mir gerade geschrieben, sollte man die No-Bail-Out-Regel nach Artikel 125 AIUV nicht durch Insolvenzregeln ergänzen? Ich meine, wir haben im Maastrichter Vertrag die Aussage, wenn ein Staat pleite geht, wird er nicht gerettet, beziehungsweise seine Gläubiger kriegen das Geld nicht wieder und müssen Kürzungen hinnehmen, nicht? Mhm. Und das ist aber nie glaubhaft gewesen, weil das da nur so im Maastrichter Vertrag stand und irgendwelche nachgelagerten Verordnungen, Richtlinien und so weiter, die das hätten spezifizieren können, gibt es ja nicht. Also insbesondere fehlt ein Insolvenzsystem, das den Anlegern, den Käufern der Staatspapiere im Vorhinein hinreichend viel Angst macht vor dem Staatskonkurs, sodass sie höhere Zinsen verlangen, wenn ein Staat sich überschuldet. Nicht? Das ist ja das der Mechanismus, durch den man Schuldendisziplin in einer Föderation hat. Der Schuldner, der sich stark verschuldet, über die Stränge schlägt, der verliert seine Glaubwürdigkeit. Die Gläubiger kriegen kalte Füße und leihen ihm Geld nur zu wachsenden Zinsen. Nicht? Und diese wachsenden Zinsen halten den Schuldner davon ab, sich zu stark zu verschulden. Damit das geht, braucht man die Insolvenzregel. Was sagen Sie dazu? Also ich muss sagen, Insolvenz, wenn eine Staateninsolvenz gemeint ist, dann halte ich diese Überlegung für völlig verfehlt. Und zwar, Sie können einen Staat nicht insolvent gehen lassen. Verkehr, Infrastruktur, Bildung, Kommunen, Leistung. Moment, muss alles weiterlaufen. Also eine Staateninsolvenz, das halte ich schlicht gesagt für Unfug. Es kann nur gemeint sein, eine Insolvenz bezüglich der Anleihen, die ausgegeben worden sind, dass die Gläubiger den Kürzeren ziehen oder nur auf die Tabelle kommen. Dem könnte man ja durchaus näher treten, dass man sagt, also es gibt nicht, der Staat ist nicht Insolvenz, aber dieses Anleiheprogramm, über das machen wir Insolvenz, wie das rechtlich durchgeführt wird, wer da haftet, was da in der Masse drin ist, weiß ich nicht, muss ich sagen, habe ich noch nie darüber Gedanken gemacht. Aber das wäre eine Überlegung, die wäre mir sympathisch. Ob, Sie sagten eben, ja, dann der Anleger reagiert da drauf. Ich lese mit Erstaunen Nachrichten aus Argentinien. Ich glaube, das dritte Mal in 10 Jahren. Und die haben wieder gekauft. Also ob der Anleger da so klug ist oder ob die Geldgier ihn veranlasst, trotzdem zu kaufen. Vielleicht zu anderen Zinsen. Der Homo economicus ist in diesem Bereich vielleicht bei den institutionellen Anlegern, aber bei den privaten, auch bei Großanlegern, jetzt nach meinem beschränkten Zeitungswissen nicht so groß. Das sagen Sie so. Die Zinsen sind erheblich gewesen. Ja, ja, aber die haben gekauft. Die Wahrscheinlichkeit des Konkurses oder der Nichtbedienung dieser Tranche von Papieren hier widerspiegelt. Ja. Das hat auch der Fragende hier sicher gemeint. Er hatte also im Auge zum Beispiel, was bei Griechenland passiert ist, dass im Jahre 2012 für 105 Milliarden Euro ein Schuldenschnitt zulasten privater Gläubiger gemacht wurde und später noch für 3 Milliarden. Nur was müsste man machen, nicht? Das zumindest öffentlicher Gläubiger, nicht? Die Anschlussfrage ist, sollte man Staatsanleihen bei Banken nicht mit Eigenkapital unterlegen müssen? Bislang ist es ja so, Banken
müssen Eigenkapital halten, wenn Sie Ausleihungen machen. Und je mehr Eigenkapital Sie unterhalten müssen, desto höhere Zinsen verlangen Sie. Bei Staatspapieren wird keine Eigenkapitalunterlegung verlangt. Mhm. Das führt automatisch zu einem niedrigeren Zins für die Staatspapiere. Ja. Was halten Sie davon? Auch. Die kriegen da einen Wettbewerbsvorsprung qua supranationale oder staatliche Regelung, der sicher nicht dem entspricht, was man sich vom Anleihemarkt vorstellt. Das ist, also einer hat die Nase vorne und zwar, und die anderen laufen mit Handicap. Das ist etwas, was mir persönlich unsympathisch ist und was sicher auch zu einer höheren Staatsverschuldung in Form dieser Anleiheausgabe führt. Ja, jetzt gucke ich mal, was ich hier noch an Fragen habe. Ja, ich glaube, wenn jetzt nicht jeder, der geschrieben hat, sich hier wiederfindet in den Fragen, er kann ja auch Herrn Kirchhoff eine Mail schicken. Da ist zum Beispiel eine lange Mail von einem Ihrer Kollegen. Die kann ich hier nicht vorlegen. Das ist. Er möge sie mir schicken, ich freue mich drüber. Genau, oder ein Student, der gar nicht Kollege, aber ein Student der Jura, und es sind sehr komplizierte Fragen. Aber er auch ein Kollege, nicht? Ja, 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 genau. Aber hier noch die Frage, ja, das Thema der Tagessalden kam noch gar nicht vor bei diesem bei dem Urteil. Es ist aber so natürlich, dass die Tagessalden die Liquiditätsverschiebung im Euroraum messen, und wenn da ganz viel Geld ausgegeben wird, wie es jetzt passiert ist, wir haben ja in den letzten 12 Jahren bis Ende dieses Jahres eine Vermehrung der Zentralbankgeldmenge von 1,2 auf 4,8 Billionen werden wir haben. Ja, und davon haben wir jetzt schon eine Verdreifachung. Das wird eine Vervierfachung bis zum Ende des Jahres. Und diese Liquidität, die bleibt nun leider nicht kleben in den südlichen Ländern, sondern die wird überwiesen nach wohin? Nach ein paar Ländern, Deutschland vor allem. Man kauft sich hier alles Mögliche an Aktien und Immobilien und so weiter. Die Deutschen sitzen auf einem Haufen Geld. Und die entsprechenden Vermögensobjekte sind verkauft worden ins Ausland, nicht? Das ist ja auch kein ganz befriedigender Zustand. Die Amerikaner haben auch intern solche Tagessalden, ISA-Salden, die müssen die aber tilgen, nicht? Da gibt es einen Ausgleichsmechanismus. Einmal im Jahr muss das getilgt werden durch Hergabe von Vermögensansprüchen an einem gemeinsamen Portfolio von Wertpapieren. Was halten Sie davon? Das ist nicht meine Frage. Ich hätte die stellen können, aber die kam von außen. Das ist mir klar. Ja, also Herr Sinn, ich muss jetzt mit der gebotenen Vorsicht rangehen, weil ich von diesen Tagessalden, von diesem Mechanismus ganz wenig verstehe. Und wenn ich da mit Ihnen drüber diskutiere, dann bin ich natürlich sofort in der Hinterhand mangels Kompetenz. Aber es gibt ja auch ganz merkwürdige Bewegungen. In den letzten Tagen oder in den letzten Wochen muss plötzlich der Tagessaldo von Italien wieder runtergegangen sein. Keiner wusste warum, kurzfristig. Das ist ein Mechanismus, der sich dem Einzelnen nicht erschließt. Ich vermute immer, das funktioniert so wie die Kassenverstärkungskredite bei den Kommunen. Im Dezember braucht man Liquidität, dann nimmt man was auf, weil man weiß, dass man am 2. Januar, weil da die Steuern reinkommen, wieder viel Geld hat. Solange das nur sozusagen ein bilanztechnisches Ausgleichssystem ist, und so war es ja wohl gedacht, ist das in Ordnung. Wenn das zur versteckten Kreditaufnahme wird, das heißt, und das ist ja das, was Sie monieren, wenn ich in Milliardenhöhe diese Minussalden stehen lasse, also ich will gar nicht ausgleichen, dann ist das eine Kreditaufnahme wie jede andere. Also nicht nur ein technisches Instrument, um das irgendwie buchungstechnisch über einen bestimmten Monat oder über ein bestimmtes Haushaltsjahr rüber zu retten. Dann muss man nach Methoden gucken, wie man das verhindern kann, dass das zur heimlichen, dauerhaften Kreditquelle wird. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wie man das macht, das sollen Finanzwissenschaftler entscheiden. Das kann ich nicht. Ja, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Nur zum Sachverhalt. Also der deutsche Saldo ist im vorletzten Monat so stark gestiegen wie noch nie in der Geschichte des Euro. Das hat sich ein bisschen reduziert im letzten Monat. Zahlen aber gerade gekriegt, aber für Italien ist er gewachsen. Und das liegt daran, dass wir letztlich eine Kapitalflucht aus dem Euroraum haben derzeit nach Amerika, was man am Saldo der EZB sieht. Also das sind alles komplizierte Dinge. Ja, jetzt ist die Frage, was alles wird. Ich glaube, wir können doch gemeinsam hoffen, dass dieser Warnschuss, den das Bundesverfassungsgericht hier
mal losgelassen hat, doch zu einer impliziten Verhaltensänderung führt und der Bundesbank, die ja ansonsten im EZB-Rat nicht viel zu sagen hat, weil ja jedes Land, ob klein oder groß, die gleiche Stimme hat, den Rücken ein bisschen stärkt. Denn Herr Waldmann wird ja in Zukunft immer sagen können, also hört mal zu, wenn er jetzt hier über die Stränge schlägt, dann wende ich mich an das deutsche Verfassungsgericht, nicht, oder? Ja, es mag da durchaus Kollateralergebnisse geben, die erfreulich sind, aber das ist nun weniger meine Überlegung. Mir geht es darum, Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Das hat der EuGH, das Bundesverfassungsgericht, das betonen alle Organe. Das wollen wir sein und das sollen wir bleiben. Deshalb eben meine Überlegung, bitte nicht Geld regiert die Welt. Das möchte ich hier nicht, sondern es soll in den geordneten Bahnen der demokratischen Legitimation, der Zustimmung der Mitgliedstaaten, der angepassten Hilfen gehen, denn man muss ja auch sehen, in der momentanen Euphorie, vor allem was Corona angeht, wird sicher auch viel Geld unvernünftig ausgegeben. Wenn heute einer Corona ruft, kann er sicher sein, dass er, wenn er Liquiditätsprobleme hat, auf erhöhte Aufmerksamkeit stoßen wird. Und da wäre mir wichtig, dass die EZB dort in geordnete Bahnen kommt. Ich will eine starke EZB, aber ich will sie in starken Kompetenzgrenzen. Ich denke, das ist der Zeitpunkt, wo wir Schluss machen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich in aller Namen bei Herrn Professor Kirchhoff für diesen fantastischen Überblick über ein ganz aktuelles Rechtsproblem, welches von historischer Bedeutung eigentlich ist für die weitere Entwicklung des Euroraums. Wir alle sind Europäer. Wir alle wollen, dass Europa sich weiterentwickelt und stabilisiert. Die Frage ist immer nur der richtige Weg. Und über die möglichen Wege sind wir heute informiert worden. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr und bedanke mich bei den Zuhörern, dass sie mich ausgehalten haben. Dankeschön. Das war nicht schwer.